Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute wieder zu einem Video, wo ich mich persönlich selber unfassbar drauf freue. Also ich freue mich eigentlich auf jedes Video, auf dieses freue ich mich aber extrem. Denn es dreht sich heute um das ganze Thema Basics. Dort hatten wir ja auch schon vieles abgecheckt. Wir haben uns die Peso Raws angeschaut, wir haben uns die MAM Basics angeschaut, wir haben uns Weekday Basics angeschaut und noch viele weitere. Aber es gibt eine große Brand, die auch Basics macht, die wir irgendwie außen vor gelassen haben. Und zwar, ja, geht es heute um Represent. Ich denke mal, dass eigentlich jeder von euch mitbekommen haben sollte, dass auch Represent ihre eigene Basic-Linie verkauft namens Represent Blanks. Das Ganze, muss man anmerken, schon relativ lange, auf jeden Fall vor den Peso Raws und vor weiteren vielen Marken, die jetzt auch eben Basics auf den Markt gebracht haben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Represent das erfunden hat, weil Represent hat es nicht erfunden. Es gab auch andere Marken, die schon lange, lange, lange vorher irgendwelche Basics verkauft haben. Aber im Streetwear-Bereich war Represent auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne, was halt eben den Verkauf von einer Basic-Linie betrifft. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich einfach noch kein Video über die Represent Blanks so richtig gemacht habe. Es gab ein einziges Video. Dort habe ich die Peso Raws 1 mit den ersten Represent Blanks verglichen, aber auch nur T-Shirt und Zip-Hoodie. Sonst gab es kein richtiges Video eben über diese ganzen Blanks. Und genau deswegen haben wir uns jetzt hier in diesem Video versammelt und werden uns zusammen die Represent Blanks mal so ein bisschen genauer anschauen. Ich habe mir aus jeder Kategorie ein Piece bestellt, bis auf eine einzige Kategorie, die habe ich vergessen, sonst habe ich alles am Start. Eine Sache muss ich aber auf jeden Fall noch vorher sagen, ich werde hier, auch wenn ich großer Represent-Fan bin, das sollten, denke ich mal, die meisten wissen, alles komplett ehrlich bewerten. Wenn es Kritik gibt, die ich äußern muss, wenn mir was nicht gefällt, werde ich das sagen. Ich will hier komplett offen und ehrlich euch gegenüber sein, damit ihr euch eine gute Meinung bilden könnt. Bevor wir uns aber die ganzen Produkte anschauen, die ich bestellt habe, werfen wir einmal zusammen einen kurzen Blick auf die Website bzw. auf die ganzen Blanks, denn es sind wirklich mehr als man denkt. Okay, wir sind auf der Represent-Webseite und wenn wir einmal oben auf Shop gehen, dann müsste auch hier genau einmal Blanks stehen, da gehen wir direkt drauf und es erscheinen alle Blank-Produkte, die es gibt und wir sehen oben direkt ganz, ganz fett geschrieben Purchase 3 or more Blank Products for an automatic 30% discount which will be applied at checkout. Das heißt, ihr kauft 3 oder mehr Blank-Produkte und bekommt auf alles 30%. Das finde ich eine coole Aktion, vor allem bei den Preisen, die sehr, sehr hoch sind, was wir gleich sehen werden. Wir schauen uns jetzt einfach mal ganz entspannt die ganzen Blank-Produkte an. Oben direkt Colorblock Design, das heißt, wir haben 2 Hoodies im Colorblock, 2 Sweater im Colorblock und 2 Shirts im Colorblock. Dann kommen die ganzen Farbpaletten. Grün hätten wir, wir hätten auch Blau. Rot ist auch am Start. Genauso wie wir auch einen Creamton am Start haben und einen Braunton. Jeweils halt immer Jogginghose, kurze Hose, Hoodie, Zip-Hoodie, T-Shirt, Crewneck. So, das ist so der Bereich, wo wir uns bewegen und dann halt immer die ganzen Farben. Hier hätten wir noch Schwarz, genauso wie auch dieses Washed Black. Hier ist es irgendwie ein bisschen gemischt am Ende. Und ja, wir nähern uns am Ende hier noch schwarze Produkte. Und das hier sind, soweit ich weiß, die ersten Blanks, die damals gedroppt sind. Hier ist noch ein Zweierpack. Kommen wir dann jetzt zu den Preisen, die wirklich sehr, sehr hoch sind. Wir fangen an. Hoodie 150 Euro, Sweater 130 Euro, T-Shirt 84 Euro, Jogginghose 150 Euro, Kurzhose 107 Euro und irgendwo müsste auch noch genau hier ein Zip-Hoodie sein für 167 Euro, was natürlich sehr, sehr hoch ist. Und ob die ganzen Preise so gerechtfertigt sind und wie die Sachen sind, das werden wir jetzt erfahren, Freunde. Jetzt habt ihr schon mal so einen groben Überblick, was die Blanks sind und was es alles so gibt. Jetzt geht es weiter mit dem Hauptinhalt des Videos und vor allem mit den Produkten, die wir uns jetzt einmal anschauen. Let's go! So, nachdem wir jetzt alle einen groben Überblick über die Represent Blanks haben und alle leider feststellen mussten, dass die wirklich ganz schön teuer sind, habe ich jetzt hier alles am Start und wir werden uns jetzt mal ganz in Ruhe anschauen, ob sich dieser hohe Preis denn lohnt, wie die Qualität ist, wie der Fit ist und wie die Pieces einfach generell sind. Und deswegen habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und aus eigener Tasche, muss gesagt sein, weil das sind jetzt ca. 500 Euro an Warenwert, die kompletten Represent Blanks bestellt. Wir hatten eine kurze Jogginghose, ein Crewneck, ein Zip-Hoodie, ein Hoodie und als letztes noch ein T-Shirt. Wir fangen vorne an und starten direkt mit dem T-Shirt. Habe ich mir jetzt hier in diesem grünen Colorway bestellt. Gibt es natürlich auch in mehreren Farben, habt ihr eben alle gesehen. Aber ich fand dieses Grün eigentlich ganz geil. Genauso wie ich mir auch den Hoodie hier einmal in grün bestellt habe. Aber dazu kommen wir gleich, Freunde. Keine Sorge. Ja, zum Shirt, wo fangen wir an? Wir haben vorne auf der rechten Brust einmal Represent schön eingestickt. Das war das einzige Logo bzw. Design, was wir hätten. Ansonsten ist das Shirt komplett clean, halt, ja, wie man es von dem Basic kennt. Was mir an dem Shirt sehr, sehr gut gefällt, abgesehen von der Farbe, ich finde dieses Grün wirklich sehr schön, wäre einmal dieser große, enge Kragen. Wirklich, das finde ich sehr, sehr wichtig bei T-Shirts, dass sie einen schönen, weichen, aber auch halt engen Kragen haben, der schön angenehm sitzt. Und das ist bei dem Shirt auf jeden Fall der Fall. Ich finde den Kragen sehr, sehr schön, aber das gefällt mir eben. Ihr könnt es auch hier gerade angezogen sehen. Bei allen Represent-Shirts dort
ja, der Kragen einfach sehr, sehr gut gelungen. Die Qualität auch komplett on point, keine Frage, wir haben 100% Baumwolle, alles sehr, sehr schön verarbeitet, nirgendwo stehen irgendwelche Fäden ab, alles ist sehr sauber genäht. Und da auf jeden Fall eine glatte 10 von 10. Ich werde jetzt erstmal nicht auf den Preis der ganzen Sachen eingehen und bewerten. Dazu kommen wir am Schluss, da gibt es mal so ein grobes Fazit, auch eben bezogen auf den Preis, beziehungsweise eben Preis-Leistung. Kommen wir dann jetzt zum wichtigsten Aspekt, würde ich sagen, und zwar nämlich einmal dem Fit. Dazu gibt es jetzt einmal ein Fit-Video eingeblendet. Ich bin 1,82 groß, 75 Kilogramm, trage eine Size L. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie es an mir aussieht. Ich muss für meine Meinung sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr nicer Fit. Wir haben schöne lange Ärmel, der Kragen sitzt sehr angenehm, schön locker, aber auch irgendwie nicht zu eng. Die Länge ist nicht wirklich cropped, hat eine gewisse Länge, aber trotzdem noch optimal. Ist breit geschnitten, auch nicht mega boxy, aber auch eine gewisse Breite ist am Start. Und da muss ich sagen, das Shirt im Gesamten auf jeden Fall genau mein Geschmack. Sehr geiles Shirt und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Machen wir dann jetzt direkt weiter mit dem Hoodie, den ich mir auch in diesem Grünton bestellt habe. Wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Ist ein sehr geiles Grün, gefällt mir echt gut. Und auch dasselbe Spiel wie beim T-Shirt. Wir haben hier rechts auf der Brust Represent einmal grün auf grün eingestickt. Sehr dezent, fällt jetzt nicht krass ins Auge. Ist aber trotzdem als, ja, Design, sage ich mal, am Start. Zudem haben wir klassisch, wie man es bei Represent kennt, auch einmal hier an der Bauchtasche das Represent Metall Patch, was übrigens an jedem Piece dran ist, auch an dem T-Shirt unten, habe ich glaube ich eben nicht gezeigt. Auch hier hätten wir einmal unten das Metall Patch. Als kleines Highlight würde ich sagen, sieht man so nicht oft, hätten wir oben an der Kapuze einmal zwei Druckknöpfe. Das heißt, man kann das Ganze hier, ich demonstriere es mal ganz kurz, so zumachen. Und die Kapuze bzw. der Kragen steht somit ein kleines bisschen höher. Seht ihr aber auch gleich beim Fitpick bzw. beim Fitvideo, wie das Ganze aussieht. Finde ich auf jeden Fall cool gelöst, sieht nice aus. Und das als Designaspekt auch noch einmal am Start. Die Qualität auf jeden Fall komplett on point, genauso wie auch, ich muss nicht immer sagen, bei allen anderen Sachen. Wir haben wieder 100% Baumwolle, einen sehr schweren Hoodie. Ich weiß gerade nicht ganz genau, was für eine Grammatur wir haben. Falls ich es herausfinde, blende ich es euch hier oben irgendwo mal ein. Die Grammatur auf jeden Fall sehr schwer, sehr schöner, dicker Stoff. Von innen ist der Hoodie auch geraut. Das mag ich selber Hoodies, wenn die von innen so ein bisschen geraut sind, haben wir hier auch am Start. Ihr könnt sehen, der Hoodie von innen schön aufgeraut. Wenn wir dann aber den Fit des Hoodies betrachten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht so, ach Mann, geht auch jetzt hier. Bin ich jetzt nicht 100% überzeugt. Bevor ich aber irgendwas sage, gibt es jetzt einmal ein Fit-Video. Size L auch im Hoodie, 1,82 groß, 75 Kilogramm. So sieht das Ganze bei mir aus. Und ich muss sagen, vielleicht erkennt man es auch auf dem Fit-Video, der sitzt von vorne eigentlich ganz geil. Wirklich ein sehr geiler Fit, ist schön locker geschnitten, sitzt sehr angenehm. Aber wenn man dann mal hinten guckt, dann ist der irgendwie so kurz, also der geht hinten irgendwie so hoch und wird auf einmal so voll kurz und eng. Und das finde ich jetzt nicht so optimal. Ich hatte auch schon das Size XL anprobiert, der war dann aber irgendwie zu groß. Also Size L passt auf jeden Fall, der passt auch vorne komplett, an den Armen ist der nice, der Kragen ist nice, die Weite ist nice. Nur halt eben von hinten geht der irgendwie so komisch hoch und das checke ich nicht, das finde ich irgendwie nicht so nice. Das war's jetzt mit den grünen Sachen, wir machen direkt weiter mit den grauen Sachen und starten mit dem Zip-Hoodie. Der stolze 167 Euro kostet, meine ich, also knapp 170 Euro, was echt eine Hausnummer ist. Die Waschung gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Gibt so einen leichten Vintage-Look, vor allem halt dadurch, dass eben die ganzen Nähte, zum Beispiel an der Kapuze, so ein bisschen ausgewaschen sind und nicht so ganz intensiv grau ist. Auch selbes Spiel wie beim Hoodie. Wir hatten hier einmal an der Bauchtasche unten das Represent Metall Tag. Hier gibt es jetzt diesmal keinen Print, das ist komplett clean, genauso wie auch hinten und generell der komplette Zip-Hoodie einfach ein Blank ist, nirgendwo ist irgendein Stick oder irgendein Detail. Was den Fit betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eigentlich das schwächste Piece, denn der Fit gefällt mir irgendwie nicht wirklich, aber ich blende euch jetzt einmal ein Fit-Video ein. Size XL trage ich in dem, weil eine L mir viel zu klein war. Macht euch selber einen Eindruck, aber ich bin der Meinung, dass der irgendwie fittet, wie als wärst du so eine Fledermaus, wenn du die Ärmel auseinander machst. Ist hier so voll viel Stoff, der hier so hängt. Dann staut er sich unten, finde ich, am Bund irgendwie so voll komisch auf. Und oben, wenn man den halt zumacht, ist hier irgendwie mega viel Platz bis zum Kragen wirklich, beziehungsweise bis zum Hals. Und das ist dann immer so eine riesige Lücke, wo man das T-Shirt so voll sieht. Und deswegen bin ich der Meinung, ist der Fit von dem Zip-Hoodie einfach nicht gut. Für meinen Geschmack. Ich finde den Fit einfach nicht gut. Und ja, das wäre es zum Zip-Hoodie. Meiner Meinung nach vom Fit auf jeden Fall das schlechteste Piece. Als vorletztes hätten wir dann noch einmal einen Sweater. Ist genau dieselbe Waschung wie auch beim Zip-Hoodie und auch bei der kurzen Hose. Der ist von der Grammatur wirklich auch ähnlich wie der Hoodie. Auch sehr, sehr schwer. Was mich gerade irgendwie voll interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Seid ihr Team Sweater oder Team Hoodie? Weil ich trage irgendwie, ist mir gerade nochmal aufgefallen, eigentlich nie Sweater. Ich bin irgendwie voll der Hoodie-Typ. Ich kann jetzt eigentlich wenig zum Sweater sagen. Ihr könnt sehen, so sieht das Ganze aus.
Von der Qualität wirklich auch wieder on point. Eigentlich genauso wie auch der Hoodie von innen wieder schön aufgeraut. Und wir hatten hier auch noch unten am Bund einmal das Represent Metall Tag. Darf natürlich auch hier nicht fehlen. Was mir an dem Sweater wirklich sehr, sehr gut gefällt, wäre einmal der Kragen. Ja, der ist wirklich gut umgesetzt. Schön eng, trotzdem sehr weich, sehr komfortabel und einfach nicht irgendwie so mega locker und lose. Das Ganze könnt ihr euch aber auch jetzt einmal angezogen ansehen. Ich habe eine Size L bestellt, 1,82 groß, 75 Kilogramm. Wie gesagt, Kragen wirklich sehr, sehr geil. Auch die Ärmel gefallen mir gut. Die Breite ist gut, nur ich muss ganz ehrlich sagen, selbes Spiel wie beim Hoodie. Der wird irgendwie hinten so kurz, also der Sweater ist wirklich sehr crop geschnitten. Gefällt mir trotzdem immer noch besser als der Schnitt vom Hoodie, weil es nicht so extrem ist. Aber der Sweater ist auf jeden Fall unten etwas enger und auf jeden Fall auch crop geschnitten. Wer diesen Style feiert, der wird auf jeden Fall auch diesen Sweater feiern. Denn an sich ist das wirklich ein solides Ding. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Piece, was ich bestellt habe. Und zwar nämlich einmal dieser wunderschönen kurzen Hose. Selber Colorway, wie auch der Sweater und auch der Zip-Hoodie. Ihr könnt es direkt erkennen, wir hatten vorne so zwei Gummibändel, die hier so raushängen, die man mit so einem Verschluss halt hier eben enger ziehen kann, sodass die Hose halt sich dem Bund, sage ich mal, anpasst. Und egal wie dick oder dünn du bist, die Hose, die halt irgendwie passt, finde ich ganz gut gelöst. Ich finde nur, dass diese Gummibändel vielleicht ein bisschen zu lang sind, weil, ja, optisch sehen jetzt auch nicht irgendwie geil aus. Hängen halt krass hier runter. Muss man mögen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es jetzt nicht schlimm, aber es wäre, glaube ich, doch geiler, wenn die weg wären. Was ich aber sehr gut finde, wäre einmal, dass wir an den Taschen hier Reißverschlüsse hätten. Und was sehr, sehr gut umgesetzt ist, die sieht man nicht, weil über den Reißverschluss nochmal so eine Lasche ist, halt mit Stoff. Weil so sieht man diesen silbernen Reißverschluss einfach nicht und die Hose wirkt so ein bisschen cleaner. Hier nochmal das Metallpatch auf der anderen Seite. Qualität auch hier wieder komplett on point, muss ich gar nicht so sagen. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir alle verstanden, dass die Represent-Qualität bei allen Pieces sehr, sehr gut ist. Wirklich, ich habe auch hier nichts auszusetzen, alles schön verarbeitet. Schöner, dicker Stoff, von innen auch wieder so ein kleines bisschen angeraut. Und optisch auf jeden Fall eine coole Shorts, macht es auf jeden Fall nichts mit falsch. Ich blende euch aber mal jetzt ein Fit-Video ein. Size L habe ich bestellt, 1,82 groß, 75 Kilogramm. Was den Fit betrifft, ist die, glaube ich, für meinen Geschmack ein kleines bisschen zu kurz. Aber ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Aber ich glaube, die hätte ein kleines Stückchen länger sein können. Ein kleines, kleines Stückchen, trotzdem eine coole Shorts. Sieht nice aus, fittet entspannt, ist auch sehr komfortabel. Aber lasst mich auch gerne wissen, was ihr davon haltet. Und das wäre es jetzt tatsächlich zu allen Pieces, die ich bestellt habe, dem Shirt, dem Hoodie, dem Zip-Hoodie, dem Crewneck und der kurzen Hose. Und ja, jetzt kommen wir zum Fazit und befassen uns mal ganz kurz mit dem Preis. Ja, Fazit. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir starten mit der Qualität. Da kann ich wirklich ganz ehrlich sagen, die Qualität ist bei jedem Piece eine 10 von 10. Egal, was ihr bei Represent bestellt, die Qualität ist einfach unfassbar stark. Ich hatte noch nie ein Piece von Represent, was mich ja qualitätstechnisch enttäuscht hat. Und auch diese Pieces sind einfach mega stabil. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Was den Fit betrifft, muss ich leider gestehen, dass mich nichts außer das T-Shirt komplett zu 100% überzeugt. Beim Hoodie ist es mir hinten ein kleines bisschen zu cropped. Der Zip, da stimmt irgendwie gefühlt gar nichts. Der fittet unten einfach mega weird. Ist gar nicht mein Geschmack. Auch eben, dass der so Fledermausärmel hat. Nicht so meins. Der Crewneck ist an sich wirklich stabil. Zweitstabilstes Piece vom Fit her. Einzigster Punkt, der mich so ein bisschen stört, ist auch, dass der hinten ein kleines bisschen zu cropped ist. Ist aber noch okay. Den könnte ich safe auch noch rocken. Kommen wir dann jetzt zum wichtigsten Punkt. Und zwar nämlich den Preis. Wir fangen an mit dem T-Shirt, kostet 84 Euro, der Hoodie kostet 150 Euro, der Zip-Hoodie kostet 167 Euro, der Sweater 130 Euro und die Shorts aufgerundet 110 Euro. Was auf jeden Fall sehr, sehr hohe Preise, vor allem für Basics sind. Wenn jetzt noch irgendwelche Prints drauf, irgendwelche Designs, okay, ist trotzdem teuer, aber für Basics ist das wirklich eine Hausnummer. Da muss man sich auch wirklich überlegen, ob man bereit ist, ja, das Geld auszugeben. Ihr bekommt hier auf jeden Fall für euer Geld, gar keine Frage, sehr, sehr stabile Produkte. So, es sind jetzt keine wacken Sachen, wissen wir alle. Die Sachen sind an sich nice, sehen optisch auch schön aus. Nur der Fit ist halt einfach Geschmackssache. Die einen werden auch vielleicht sagen, ey Jan, der Zip-Hoodie fittet mega geil. Und wenn ihr jetzt Typen seid, die gerne ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für stabile Qualität, für stabile Pieces, wo ihr wisst, die könnt ihr mehrere Jahre auch tragen, dann macht das gerne. Ihr werdet aber auch ganz, ganz sicher Pieces finden, die besser fitten, eine ähnliche Qualität haben, ne? Ein bisschen niedriger vielleicht, aber auch auf einem guten Level, für viel, viel weniger Geld. Und deswegen, meine Sicht, würde ich niemals eins von den vier Sachen kaufen. Wäre mir einfach
in dem Fall keine 130 Euro wert oder 110 Euro wert für Sachen, die mir einfach nicht perfekt fitten. Beim Shirt muss ich sagen, 80 Euro wäre es mir wert, weil es ist wirklich ein 10 von 10 Shirt, meiner Meinung nach. Ihr könnt es ja sehen, ich rock auch hier represent, weil die Shirts wirklich sehr, sehr geil sind. Ansonsten würde ich mir hiervon jetzt auch, glaube ich, eher nichts kaufen, weil es mir auch persönlich ein bisschen zu viel Geld ist für Basics. Und für all die, die sich jetzt die ganze Zeit gefragt haben, warum sagt denn Jan nichts zu den Peso Raws? Ganz, ganz einfach, weil ich denke mal, es haben sich viele gedacht, dass ich jetzt hier ganz viel zu den Peso Raws auch sagen werde. Aber dazu überlege ich vielleicht noch ein extra Video zu machen, nochmal so ein einzelnes Blanks mit Raws Vergleichsvideo, auch wenn weitere Raws eben droppen, zum Beispiel eine kurze Hose. Da nochmal so ein Vergleichsvideo zu machen mit mehreren Produkten, hätte ich an sich eigentlich Bock drauf. Falls ihr darauf Bock habt, das gerne auch oben, da weiß ich Bescheid und dann kommt das auf jeden Fall auch. Das wäre es jetzt eigentlich mit dem Video gewesen, deswegen kann diese Stange jetzt auch mal weg. Das wäre es mit dem Video gewesen. Das war meine Meinung zu den Represent Blanks. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Gebt wie gesagt gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Und ich hoffe natürlich, dieses Video konnte euch so ein bisschen weiterhelfen, weil das war eigentlich meine Mission. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, genießt den Tag und ja, ich habe euch alle ganz doll lieb. Ciao.